So, schönen guten Morgen zu Märkte am Morgen. Wochenabschluss. Mal schauen, was da in der Wundertüte steckt. Und wir schauen nach Frankfurt zu meiner lieben Kollegin Viola Grebe. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Heute Morgen, als ich mein Türchen aufgemacht habe, waren ein paar Tränensäcke drin. Und ich glaube, ich habe noch eine Querfalte für die Stirn gefunden. Wird Zeit, dass das Jahr langsam sich dem Ende nähert. Aber ihr habt heute einen richtig fetten Event. Ihr habt Daimler Truck, die heute ihr IPO feiern. So sieht's aus. Moin aus Frankfurt. Gott sei Dank waren solche Sachen heute nicht in meinem Adventskalender. Also was du für Adventskalender bekommst, faszinierend. Aber ich meine, man sieht jetzt so, wenn man an meiner Schulter vorbeischaut, da stehen Menschen über dem DAX. Das ist natürlich jetzt nicht die Norm. Also da sieht man es jetzt auch schön. Also Börsengang, du hast es angesprochen, die Daimler-Abspaltung Daimler Truck heißt... Für einen Tag, also heute, wird der DAX dann nicht aus 40, sondern aus 41 Werten bestehen, aber eben auch nur für diesen Tag. Und man sieht, also es ist auch eine 2G-Plus-Veranstaltung, alle haben Masken auf und die Abstände werden hier auch eingehalten. Natürlich böse Zungen, die dann immer wieder sagen, so von wegen, ja, Börsengang gibt es bestimmt Schnittchen. Nee, gibt es nicht. Also es ist trotzdem, man merkt es, alles anders als zu Börsengängen, die in der Vor-Corona-Zeit stattgefunden hatten. Aber immerhin, es findet überhaupt wieder was statt, war ja eine ganze Weile auch hier alles nur dann rein virtuell. Also man hat hier auch bei der Deko ganz ordentlich aufgefahren. Gestern in der Vorbereitung habe ich schon gesehen, da stand auch ein Bus und so ein altertümlicher, so ein Vorläufer von einem Truck auf dem Börsenplatz. Heute früh, als ich zur Börse gelaufen bin, habe ich das nicht mehr gesehen, aber das fahren die bestimmt nachher noch vor. Also es ist auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was geboten. Ob dann auch die entsprechenden Kurse mitspielen, das müssen wir dann natürlich noch sehen. Apropos Kurse, was haben wir sonst so zu erwarten? Der DAX dürfte schwächer in den Tag starten, so sehen die Vorgaben jedenfalls gerade aus. Schwache Vorgaben aus Asien, Corona-Ängste auch hier. Und wir hatten am Anfang der Woche ja die Corona-Sorgen so ein bisschen zurückgehen sehen. Wir hatten einen gewissen Optimismus, was die Omikron-Variante betrifft, dass die mit milderen Symptomen einhergeht. Aber dieser Optimismus ist jetzt wieder so ein bisschen mittlerweile zurückgekommen bzw. eben zurückgegangen. Und man ist eher in so einer Abwartehaltung. Gestern ging es ja runter um 0,3% für den DAX. Das war so ein eher lustloser, zäher Handel. Ja, und zäh war es auch an der Wall Street. Der Dow ist unverändert, also so richtig unverändert aus dem Handel gegangen. Bei den Tech-Werten, da ging es nach einem guten Lauf in dieser Woche deutlicher runter. Also wir warten auf neue Daten, wir warten auf die Inflationsdaten aus den USA heute um 14.30 Uhr. Ja, ne, und sonst immer gespannt auf den Börsengang heute. Ja, das sind wir tatsächlich. Wir werden sehen und wir werden es natürlich auch verfolgen. Dir wünsche ich erstmal einen schönen Tag noch und vielen Dank für den Überblick. Also, schauen wir. Ja, 0,00%. Das war das Ergebnis nach ein paar Stunden Handel an der Wall Street. Im S&P ging es etwas deutlicher nach unten. Nasdaq ebenfalls. Das hatte vor allen Dingen mit einer gewissen Risk-Off Attitüde zu tun, die die Anleger gestern an den Tag gelegt haben. Es geht natürlich um die Inflationsdaten, die heute anstehen. Schauen wir noch ganz kurz uns Asien an. Auch da sieht es heute Morgen jetzt nicht richtig gut aus, aber die haben ihre eigenen Probleme. Da das Stichwort natürlich weiter Evergrande. So, schauen wir uns jetzt mal tatsächlich so ein paar Dinge an. Es geht ja um die Inflation und Inflation ist ja per se jetzt nicht schlecht, solange sie im Zaum gehalten werden kann. Aber die Frage ist natürlich, werden wir die 7% sehen? Ja, und es ist relativ einfach. Momentan agiert der Markt extrem kurzfristig und sehr hibbelig nervös. Das heißt, werden wir einen Wert sehen, der besser als erwartet ausfällt, dürfte tatsächlich erstmal eine Art Durchatmen stattfinden und die Märkte dürften nach oben laufen. Sehen wir einen Wert, der darüber liegt, also schlechter ausfällt, dann könnte es tatsächlich zu so einer reflexartigen Verkaufsbewegung kommen. Das heißt, alles, was größeres Risiko beinhaltet, und das ist normalerweise Technologie, das wird dann erstmal in den Markt reingeworfen. Aber wie verhält es sich mit der Inflation? Wir sehen momentan einen robusten Arbeitsmarkt. Wir haben gestern die niedrigsten Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung seit über 50 Jahren gesehen. Wir sehen gleichzeitig, dass in Amerika die Job Openings enorm hoch liegen. Das heißt, Arbeitgeber in den USA haben momentan viel mehr Stellen zur Verfügung und bieten viel mehr Stellen an, als sie besetzen können. Sie sehen, das hat sich jetzt in den vergangenen Monaten tatsächlich auch richtig mit Werf nach oben bewegt. Schauen wir uns eine zweite Grafik an, dann sehen wir, dass die Löhne ebenfalls steigen. Das ist nämlich genau der Rückschluss, den man ziehen kann, wenn die Arbeitgeber ihre Stellen nicht besetzen können, na, was passiert dann? Dann müssen sie ein bisschen aus dem Quark kommen. Das heißt, sie müssen höhere Löhne bieten, denn ansonsten kommt keiner und die Stelle bleibt eben unbesetzt. Das bedeutet momentan, ja, wir haben eine höhere Inflation, ob jetzt temporär oder ob sich das dauerhaft abspielt, muss man erst noch sehen. Wir haben momentan eine höhere Inflation, aber
Wir sehen auch steigende Löhne. Und die ganz große Gefahr, nämlich dass durch die Inflation vor allen Dingen die unteren Bevölkerungsschichten letztendlich verarmen, weil sie immer weniger Kaufkraft letztendlich besitzen, die ist erstmal nicht gegeben. Und das ganz Interessante bei dieser Untersuchung war auch noch, dass die Statistik klar zeigt, dass die unteren Einkommensschichten momentan eine besonders gute Verhandlungsposition haben. Auch das ist wieder differenziert zwischen jüngeren Beschäftigungsgruppen, also in der Altersgruppe 16 bis sagen wir mal, ja, Mitte 30, Ende 30 und dann natürlich etwas schlechter die älteren Arbeitnehmer. Sie sehen also, die Industrie und die Wirtschaft, sie sucht vor allen Dingen junge Leute, die sie beschäftigen kann und ist auch bereit, da etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Insofern sind erstmal die Auswirkungen der Inflation sicherlich nicht so hoch und so schwerwiegend, wie man sich das jetzt vielleicht im ersten Moment vorstellt. Sollte sich das drehen, dann müssten wir alle aufpassen, denn dann könnte es richtig hier zur Sache gehen. Zur Sache nicht gegangen ist es halt eben im Dow. Das war ein Satz. 0,00%, was wir gesehen haben. Sie sehen, es ist eine Nettoänderung von noch nicht einmal einem Pünktchen. Was war gefragt? Im Wesentlichen, ja, Solidität würde ich mal behaupten. Ja, man kann sagen, okay, Intel, die haben ein bisschen verloren, Salesforce, also Microsoft war mit dabei. Also ein bisschen Technik wurde rausgeräumt aus den Depots und dafür wurden ein paar konservativere Werte einfach reingenommen. Bei Tesla, ja, die spielen ohnehin in ihrer eigenen Liga, aber Sie sehen es, zurzeit geht es da nicht richtig nach oben. Sie sehen auch die 6%, die es nach unten ging für die Aktie. Wir befinden uns, ja, da war wohl auch der eine oder andere Verhaspler heute Morgen in meinem Türchen drin. Also wir befinden uns momentan in einer Konsolidierungsbewegung nach einem sehr, sehr deutlichen Anstieg, den wir gesehen hatten. Elon Musk hat auf Twitter, ja, zur Abstimmung gestellt, soll ich Aktien verkaufen, um meine Schulden zu bezahlen und um Steuern zu bezahlen. Dem wurde zugestimmt, ja, sehr demokratisch, also verkauft er Aktien. Mittlerweile 11 Millionen Stück. Er hat jetzt, ich hatte es mir aufgeschrieben, ich glaube, es war die 5. Woche in Folge, in der er Positionen abgebaut hat. Und mittlerweile, wie gesagt, 11 Millionen. Das heißt, er kommt seinem Ziel da schon recht nah, was er letztendlich unternehmen wollte. Aber das ist das Einzige, was sich momentan zu Tesla sagen lässt. Technisch gesehen befindet sich die Aktie hier einfach in einem immer in einer immer engeren Handelsspanne und wir werden das Thema sicherlich auflösen. Idealtypisch natürlich nach oben, ja, weil wir sind alle im Herzen natürlich Bullen und dann wäre es toll, wenn wir hier nach oben rausspringen würden. Auf der Unterseite, ich hatte das jetzt, man muss das glaube ich eher so ziehen. Ja, so sieht das gar nicht schlecht aus. Also Tesla bleibt weiterhin natürlich im Fokus. Wenn, wie gesagt, die Inflationsdaten heute schlechter ausfallen, dann könnte es da noch mal ein bisschen ruckeln. Geruckelt hat es ordentlich bei DocuSign, -40%. Ich hatte eigentlich alles dazu gesagt, was ich zu sagen hatte. Ja, der Finanzvorstand hat das Unternehmen verlassen. Das ist natürlich immer ein zusätzlicher Burner, der da reinkommt. Es war ansonsten eine kleinere Verfehlung, ein kleinerer, schlechterer Ausblick und die Aktie wurde abgestraft. Jetzt haben wir eine relativ schnelle Gegenreaktion gesehen in den vergangenen Tagen. Scheint erstmal damit ad acta gelegt worden zu sein. Man muss einfach abwarten, wie sich die Aktie. Ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit gibt, hier vielleicht mal tatsächlich einzusteigen und da ein paar relativ schnelle Gewinne auch zu erzielen. Aber momentan scheint erstmal das Thema vorbei zu sein. Muss man ein bisschen in die Zukunft verschieben. GameStop, ja, das. Sie sehen, was jetzt gestern davon zu halten war. Es waren nicht die Zahlen. Ja, es sind ja nicht die Zahlen gewesen. Umsatz ordentlich gesteigert, das ist okay gewesen. Das Problem ist, die fehlenden Details. Die Leute erfahren einfach nicht, was will das Unternehmen letztendlich, um seinen Ansprüchen und seinen Versprechungen gerecht zu werden. Und das hat man jetzt gestern so ein bisschen gesehen, dass die Anleger, ich will nicht sagen, die Nerven verlieren, aber sie werden unruhig und sie werden langsam ein bisschen quengelig. Und das schlägt sich dann auch gleich im Kurs nieder. Da ging es also 10% nach unten. Der DAX, was soll man sagen? Wir haben mittlerweile etwa 50% der Verluste, die wir eingefahren hatten, nach Auftauchen der Omikron-Variante. Und es war ja zeitgleich übrigens mit den Aussagen der amerikanischen Notenbank hinsichtlich Zinspolitik und Inflation. Also, dann haben wir diese Korrektur gesehen und gleichzeitig
doch das Bestreben, viele Anleger, die Angst gehabt haben, da kam so ein bisschen FOMO dann auf, ja, die dann wieder eingestiegen sind. Also haben wir rund 50% der Verluste schon wieder eingefahren. Jetzt bleibt es natürlich spannend. Wichtig ist, dass wir oberhalb dieser gelben Linie bleiben, das ist die 200-Tage-Linie, dass sie nicht nachhaltig unterschritten wird. Aber das ist alles schon mehr oder weniger bekannt. Natürlich auf der Unterseite 15.000-Punkte-Marke. Wir hoffen nicht, dass es so weit kommt, aber 15.000-Punkte-Marke, die ist natürlich relevant. Jetzt müssen Sie aber auch wissen, wir haben den 10. Dezember. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt Richtung Jahresende vor. Was machen denn die ganzen institutionellen Anleger? Also Fondsgesellschaften, Versicherer etc. pp. Was machen die? Die fangen langsam mal an, ihre Bücher zuzumachen. Ja, die wollen ein Ende dahinter setzen. Und es lief ja dieses Jahr nicht schlecht. Seit Jahresbeginn hat der DAX 14% zugelegt. Bitte. 14% in so einer Phase. Kann ich verstehen. Da würde auch ich gerne meine Bücher zumachen, aber ich habe noch Rechnungen zu bezahlen. So, schauen wir uns mal den DAX an. Der hat sich wirklich im vergangenen Tag, also jetzt gestern, ja, war das jetzt eine mehr oder weniger Nullnummer, 0,3%. Ich sage aber, aufs Jahr gesehen war das natürlich schon eine ordentliche Geschichte. HelloFresh gestern mal wieder etwas weiter vorne dabei. Da haben die Anleger beherzt zugegriffen, nachdem es ja in den Tagen zuvor eher nach unten gegangen ist. Sartorius, Dauerläufer, also auch von da keine großen Überraschungen, die wir gesehen hatten. Airbus vielleicht auf der schwächeren Seite. Aber sollte sich Omikron als das herausstellen, was wir ja alle hoffen. Ja? Also wenn ich einen Weihnachtswunsch hätte, ich bin eigentlich wunschlos glücklich, aber hätte ich einen Wunsch zum für Heiligabend, dann würde ich gerne sagen, ich möchte unterm Baum eine Omikron-Variante finden, die sich zwar schnell verbreitet, aber nicht so letztendlich keine schwerwiegenden Folgen für mich hat. Das wäre okay, ja, mit einer Grippe, mit einem weiteren Grippevirus kann ich durchaus leben. Das wäre natürlich die Hoffnung und Airbus, sollte das sich so ausspielen, ist Airbus ganz bestimmt wieder auf den Kauflisten dabei, weil es ein grundsolides Unternehmen. Daimler, ja klar, stehen heute im Fokus. Daimler Truck geht an die Börse. Daimler Truck wird einen Tag lang im DAX und auch im Eurostoxx 50 gelistet sein. 100.000 Mitarbeiter nach eigenen Angaben, der weltweit größte Truckhersteller. Sie sehen es gerade, ja, die fahren auf, was ihnen möglich ist unter den aktuellen Umständen, ja, und da sind ein paar Transparente, ein bisschen Lightshow, erinnert mich früher an die Disco, ja, alles okay, werden wir natürlich darüber berichten und dann die ersten Kurse. Es gab übrigens schon erste Einstufungen, positive Einstufungen mit Kurszielen, ich glaube 35, 36 Euro hier für die Aktie, dürfte aber natürlich für Daimler nicht schlecht sein. HDAX schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an. Zuletzt, was ist in den letzten 5 Tagen gut gelaufen? Tja, völlig überraschend, Porsche. Der kolportierte Börsengang, das ist natürlich etwas, was die Anleger momentan anfixt. Volkswagen ebenfalls mit dabei, Deutsche Lufthansa, die Hoffnung darauf, dass alles nicht so schlimm wird. Ach ja, das kann man eigentlich doch relativ schnell jetzt auch wieder abhaken. Sie sehen es, HelloFresh in den vergangenen Tagen schwach unterwegs gewesen, gestern jetzt wie gesagt. Gab es mal ein paar Käufer, die sich erbarmt haben. Ach ja, genau, es gibt tatsächlich auch noch Unternehmensnachrichten. Carl Zeiss Meditec, die haben ihre vorläufigen Zahlen genannt, die robust sind. Ja, beim Ergebnis, je Aktie, hat man unter den Erwartungen abgeschnitten. Beim EBIT hat man ebenfalls unter den Erwartungen abgeschnitten. Aber der Konzern geht davon aus, dass er eine operative Marge von 19-21% erzielen wird und das ist mittelfristig, dass man sich da deutlicher über 20% festsetzen kann. Also, wenn man das Ganze doch nüchtern betrachtet, eine gar nicht so schlechte Ausgangssituation, zumal man auch sagen muss, bei Carl Zeiss, bei der Aktie, sie hat die 200-Tage-Linie nicht gerissen und sie arbeitet sich weiter nach oben. Es verspricht trotzdem ein interessanter Tag zu werden. Natürlich am Nachmittag dann alle Augen auf die Inflationsdaten, aber ich habe es Ihnen ja gerade erklärt, das ist vermutlich das, was wir sehen werden, wird eine sehr kurze Reaktion sein, je nachdem, was gemeldet wird. Und dann werden wir uns neu sortieren müssen. Tja, wir sehen uns um 14:40 Uhr dann mit der Opening Bell wieder. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.